Der Oberste Rechnungshof hat seinen neuen Jahresbericht 2018 vorgelegt und wir haben uns drei Beispiele herausgezogen, die für uns besonders bemerkenswert sind. Da ist zum einen, dass sich die Oberste Baubehörde ihre Staatsstraßenausbauplanung schönrechnet. Sie sagt, sie würde 70% dieser Planung umsetzen. Der Oberste Rechnungshof rechnet nach und zeigt auf, dass eben über die Verteuerung von einzelnen Baumaßnahmen kein einzelner Kilometer mehr gebaut wird und dass die Umsetzung bei 40% liegt, nicht 70%, wie es die Oberste Baubehörde formuliert. Das zweite ist, dass der Freistaat 436 Millionen Euro Schulden hat, und zwar bei den privaten Förderschulen. Die privaten Förderschulen brauchen dieses Geld für Invest, für ihren Betrieb, und die sitzen zum Teil und warten, weil der Freistaat mit der Abrechnung der Kosten nicht hinterherkommt. Hier muss baldmöglichst Abhilfe geschaffen werden. Und das dritte ist eine kleine private Medienhochschule, die Bayerische Akademie für Fernsehen e.V., die inzwischen nur noch 53 Studierende hat, deren Abschlüsse nicht anerkannt sind staatlich und die aber trotzdem pro Studierenden 22.000 Euro an Förderung vom Freistaat erhält. Zum Vergleich, ein Universitätsstudierender bekommt 9.700 Euro, ein Ingenieurstudent bekommt 8.000 Euro vom Freistaat in seinem Studium Unterstützung pro Semester, und dieses Missverhältnis muss beendet werden.